Herzlich willkommen zurück bei v60hybrid.de. Nach 5 Monaten und 8000 Kilometern muss mein i3 nächsten Montag das erste Mal unplanmäßig in die Werkstatt. Warum, erfahrt ihr in diesem Video. Nein, es gibt keinen echten Defekt, also dass von alleine etwas kaputt gegangen wäre. Wir hatten einmal einen äußeren Einfluss und ein Einstellungsproblem. Seit der Herbst Einzug gehalten hatte und die Tage kürzer wurden, hatte meine Frau sich mehrfach darüber beklagt, dass ihr andere Autofahrer mit Lichthupe entgegenkämen und das meist an Stellen, wo keine Radarkontrollen zu erwarten wären. Ihrer Meinung nach war das Licht schlicht falsch eingestellt. Ich selber fand es eigentlich klasse, so wie es war. Allerdings kamen mir anfänglich auch keine sich per Lichthupe beschwerenden Leute entgegen. Nun bin ich in dem Winter auch mal im Dunkeln gefahren und auch ich wurde nun öfter mal von aufblendenden, entgegenkommenden beschimpft. Dies fällt besonders im Vergleich zum XC90 auf, denn obschon dessen Scheinwerfer viel höher liegen, werde ich da nur sehr selten mal angeblinkt. Und wenn, dann meistens eigentlich nur, weil der Fernlichtassistent aus Sicht des Entgegenkommenden zumindest zu spät abgeblendet hat. Auch im Internet finden sich ein paar Berichte zu werkseitig zu hoch eingestellten LED-Scheinwerfern beim i3. Ich versprach daher meiner Frau bei Gelegenheit, mal in der Werkstatt zu fahren und danach schauen zu lassen. Diese Gelegenheit oder, naja, nennen wir es besser Notwendigkeit, ergab sich nun schneller als gedacht. Vor Weihnachten hatten wir nochmal ausreichend Pferdefutter eingekauft. Das Auto war mit 2 Personen und 200 Kilo Zuladung, also durchaus gut gefüllt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an die entsprechende Stelle falsch oder zu schnell oder beides zusammen angefahren bin. Jedenfalls war ein gut vernehmliches Kratzen vom Unterboden zu hören. Wir hatten recht kräftig aufgesetzt. Das war insofern nichts Besonderes, da mir das mit dem tiefer gelegten Z3 ständig passiert. Aber der i3 war bisher immer überall problemlos durchgekommen. Deshalb ging ich auch auf Nummer sicher und schaute kurz unter dem Auto nach. Und siehe da, etwas hing dort auf Höhe des Recks herunter, was dort bestimmt nicht so von BMW vorgesehen war. So fuhr ich gestern also in die Werkstatt und auf der Hebebühne zeigte sich dann der Grund für das abstehende Teil. Ich hatte mir nämlich ein kleines Kunststoffteil namens Abdeckung Motor teilweise herausgerissen. Ansonsten war zum Glück nichts weiter passiert, sodass der Techniker die verbliebenen Reste des Kunststoffgitters einfach abriss. Die Nicht-Rex-Fahrer haben jetzt hier natürlich den Vorteil, denn da gibt es dieses Kunststoffgitter wahrscheinlich gar nicht. Als Rex-Fahrer, wenn man aufsetzt, sollte man da einfach mal nachschauen, ob das noch da ist. Da mir die BMW-Ersatzteilpreise seit Jahren geläufig sind, überlegte ich schon, ob ich nicht einfach ohne diese Abdeckung weiterfahren sollte. Aber zu meiner positiven Überraschung kostet das Teil keine 20 Euro. Und so vereinbarte ich gleich für Montag einen Termin zum Auswechseln des Gitters und Einstellen der Scheinwerfer. Ansonsten fährt der Kleine ohne jede Probleme und es macht mir immer noch einen Riesenspaß, mit dem Autochen durch die Stadt oder über die Landstraße zu wuseln. Wenn es nach mir geht, wird es auch noch recht lange so bleiben. Meint jedenfalls euer Stefan Lenz.